Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wir sind jetzt hier in Atlantica, also im Meer, bei der Ariel und den ganzen anderen Leuten von den Triton und bla bla bla. Und wir müssen jetzt erstmal zum Palast, weil irgendwie überall Herzlose sind. Genau. Stück du größeres Viech. Na gut. Und zack. Bleibst du stehen? Hey, bleib da! Toll! Na los! Zack! So, da ist das andere. Ja, genau, hau ab! Das gibt's da nicht. Zack, zack. So. Jetzt machen wir erstmal die Muschel auf. Mega Ether. Den kann man irgendwann mal mehr brauchen. Vielleicht. Eventuell. Mal schauen. So, die nächste Muschel. Da brauchen wir wahrscheinlich Blitz. Jop. Und was haben wir drinnen? Und was haben wir? Sofa. Mithrilerz. So. Sonst noch irgendwo eine Muschel? Ja, da ist eine. Und. Warte. Zack. Eine Hütte. Juhu. Na gut, das war's anscheinend soweit. Dann gehen wir mal zum Palast. Oder besser gesagt, wir schwimmen mal zum Palast. Na ja, fast. Zack, zack. Stirb. Hopsch. Pam. Na, bleib stehen. Zack, voll Items Plus und Maximum MP. Zack. Donnerkraft. Cool. So, können wir jetzt mehr ausrüsten? Nö. Wow, wir können so jetzt ein Item mehr geben. Aha. Ja, sonst. Da was? Nee, nee. Nö. Na gut, dann ab zum König Triton. Tritons Gemach. That was too close. As long as I have my trident, I will not tolerate those creatures inside this palace. Daddy? Oh, Ariel, when will you listen? It's dangerous out there. Strange creatures lurk outside. Behold, you swim before the ruler of the seas. His Majesty, King Triton! And who are they? They helped us fight off those creatures. They don't look familiar. We're from an ocean very far away. Yup, yup, we came to find the keyhole. The what? What's that? Yup, well, it's a... There's no such thing, certainly not here. But Daddy... Ariel, not another word. You are not to leave the palace. Is that clear? Her
Perhaps I'm being too strict. I'm just concerned for her safety. Of course, Your Majesty. But I must admit, now I'm quite curious about this keyhole. That need not concern you, Sebastian. Have you anything to report? Just as you suspected, Your Majesty. They seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. That sea witch is up to no good again. A sea exile from the palace has taught her nothing. Yes, she poses serious danger. And I told you to keep Ariel away from such danger, did I not? Your Majesty, please, I... Ach ja, die Ursula. Tja, dann schwimmen wir doch am besten mal zu dahin, machen die Platte und dann soll die alles wieder frei sein. Und der weiß von dem Schlüsselloch, da bin ich mir ziemlich sicher. Also der Triton. Naja. Moment mal. Wir können doch bestimmt mit dem Triton reden. Hm. Ah. Elixier. Ah, so, wir schwimmen halt schnell. Das dauert Ewigkeiten. Tatsächlich. Hui. Oh cool, Schwerpunkt. Ha. Dann speichern wir doch mal schnell. Gespeichert in Tritons Gemach. Gibt es sonst irgendwas? Eventuell? Nö. So, Sebastian, erzähl mal was. Ariel ist die Prinzessin von Atlantica, aber temperamentvoll wie sie ist, verlässt sie oft den Palast. Sie sollte sich benehmen, wie es sich für eine Prinzessin geziemt. König Triton ist der Herrscher von Atlantica. Mit seinem mächtigen Dreizack sorgt er in allen Meeren für Frieden. Ariel bereitet ihm viel Kummer, aber das dickköpfige Kind merkt es nicht einmal. Eine Wahrsagerin namens Ursula lebte einst im Palast. Sie war sehr begabt, aber auch sehr böse. Sie hat andere dazu gebracht, Böses zu tun. Der König war über ihre Bösartigkeit so erzürnt, dass er sie verbannte. In letzter Zeit tauchen seltsame Kreaturen in Atlantik auf. Unter dem Schutz seiner Majestät ist der Palast sicher. Aber außerhalb des Palastes lauern Gefahren. Doch dieses Kind will nicht auf mich hören. Ja gut, das kann man jetzt schon. So, Triton, erzähl mal was. Seid ihr denn so... Seid ihr so den ganzen Weg hierher geschwommen? Wer immer ihr seid, danke, dass ihr Ariel geholfen habt. Ja, super. Sehr gesprächig, der Typ. So, jetzt schwimmen wir mal raus und ich schätze mal der Ariel hinterher. Was? Du verarschen! Verpiss dich! So. Wo geht's da hin? Wo geht's da hin? Meeresgebirge. Okay, da will ich hin. Komm mit zu meinem Versteck, ich möchte euch etwas zeigen. Dort ist es. Ja, das haben wir schon zufällig gefunden. Ein Delfin. Delfin! Ja! Yeah! Ha, lustiges Teil. Natürlich jetzt los. Ah. Au, hörst du auf. So, da ist noch einer da gewesen, oder? Anscheinend nicht. Na gut, dann mal auf zu Ariels Versteck.
nachdem wir gegen die Herzlosen gekämpft haben. Zack, zack, bam. Auf geht's, Leute. Macht sie mal fertig. Pa. Die lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Stirb. Das sind auch noch welche. So. Und jetzt zu Ariels Versteck. Ach du Scheiße. Das ist eine riesen Vieh. Eisrohr. Yeah. Stirb, du Riesental. Du Taucher und Südteil. Jetzt bleiben wir da. Ist auch noch einer. Yeah. Woo. So, das war's anscheinend. Ariels Versteck. Seht euch all die wunderbaren Sachen an, die Fabius und ich gesammelt haben. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Eines Tages werde ich erfahren, wie es draußen ist. Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Nein, überhaupt nicht. Früher dachte ich genauso. Früher? Ich meine, jetzt auch. Warum suchen wir nicht zusammen das Schlüsselloch, von dem du erzählt hast? Aber dein Vater hat gesagt... Ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Er verbietet mir immer alles. Er versteht mich einfach nicht. Ariel? Wo sind die jetzt? Boah. Wo bist denn jetzt hin? Hey, Fabius, was denn du da? Da ist ein riesiger Fisch, der gegen die Strömung schwimmen kann. Aber er hat Angst vor den bösen Kreaturen, die herumschwimmen. Wenn wir sie vertreiben, spielt der große Fisch bestimmt mit uns. Wenn du dich an ihm festhältst, führt er dich vielleicht irgendwo hin. Aha. Gut zu wissen. Sonst noch was? Nö. Was ist denn das blaue Ding da? Das ist sehr auffällig. Those impudent fools will never find the keyhole. But the girl could prove useful, and I've got the heartless on my side. Triton, my old friend. Your day is coming. Hässlich. Naja, das ist dann wohl die Ursula. Tja, die verdreschen wir bestimmt irgendwann mal. Naja. Hey, Fisch! Juhu! Miam! Ja, wow. Ein Kreisschwimmen kann ich auch. Oh nein! Oh mein Gott, schön, dass es riesig ist. Na komm schon. Nein, bleib da. Das gibt's nicht. Jetzt komm her. Und du auch. Und bam. Stirb du, du großes Etwas! Haha! Wie?
Oh, super. Hat sich das Ding einfach mal geteilt. Und jetzt zu dir. Bam. So, das dürfte gewesen sein. Da ist eins. So. Ja, dann schwimmen wir doch mal jetzt da lang. Würde ich jetzt mal sagen. Meeresidylle, was? Oh, wie idyllisch. Ha, 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 lustig. Mega Potion, juhu. Das war's jetzt hier. Wow. Naja. Dann schwimmen wir mal die andere Richtung. Ach, komm schon. Hörst du auf? Yeah. Pam. Nein, nicht heilen! Verdammt! Zack! Naja, ich könnte jetzt einfach dran vorbeischwimmen, aber nee, das mache ich jetzt nicht. Wir können ja ein bisschen trainieren. Schade, der bestimmt nicht. Zack! Bam. Gut, das war's. So, und jetzt dahin. Meeresgrotte. Hui, Puffungi. Liebe mich. Yeah. Liebe mich. Juhu. So, und du genauso. Hallo. Oh mein Gott. Oh, zack, zack. Halt's drauf. Und weg ist er. So, Goofy hat also was gelernt. Frohnatur, Kampfunfähigkeit wird schnell wieder aufgehoben. Volle Heilung der Lebenspunkte. Aha. Sonst hat aber keiner was gelernt, oder? Du auch nicht? Nee. Na gut, dann schwimmen wir mal wohin eigentlich. Da? Jupp, sieht so aus. Oh Mann. Nein, nicht nach oben. Erstmal die Dinge kaputt machen. Donnerquarz. Zack. Okay. Und Eisrohr. Na gut, dann schwimmen wir mal hier nach oben. Atlantica. Wie Atlantica? Wir sind überall in Atlantica. Naja. So, wo ist jetzt der Fisch? Delfin. Naja. Da ist er. Put, put, put. Fisch, Fisch. Nein, Fisch, Fisch. Fisch. Juhu. Yeah. Schwimm du, Fisch. Haha. So, wo kommen wir da jetzt hin? Zum Wrack. Aha. Ach ja, interessant.
Hui, die Schatztruhen über. Ja, dann machen wir mal die Schatztruhe auf. Mithridats, juhu. Aha, da geht's auch noch weiter. Was ist denn das? Hm. Ja, was ist das für ein Ding? Das würde mich auch mal interessieren. Ach, ich komme nicht dran. Verdammt. Wenn wir da irgend so einen Magneten hätten, so praktisch. So, was ist das? Ja, hm. Ja, jo. Na gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, was sich im Inneren dieses Schiffwracks befindet, das erkunden wir erstmal in der nächsten Folge. Gut, also ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns auch gleich wieder hier zurück bei Ariel und Atlantica und den ganzen anderen Leuten hier. Genau. Also, bis dann, Leute. Ciao.